Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Mich würde brennend interessieren, was für Monster im Labyrinth auf uns warten. Wir hatten ja hauptsächlich Schweine dort kennengelernt, aber es gibt noch weitaus stärkere Schweine. Und die werden wir uns angucken. Da werden wir jetzt reingehen. Wir nehmen Nikki mit, wir nehmen Darkane mit, wir nehmen Marfus mit, ja. Und Shark? Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Jemanden, der heilen kann. Ja, das ist gut. Auf geht's. Oh Gott, eine mittlere Mission in einem schwierigeren Gebiet und dann auch noch mit ganz vielen Schweinen. Das kann nur böse enden. Wir nehmen alles an Essen mit, was wir kriegen können. Schaufeln ja zwei. Ne, drei. Wir sind in der mittleren Mission. Zwei Schlüssel. Wir werden... machen die Schweine Blutung. Ja, vergiften tun sie nicht. Okay. Weihwasser brauchen wir nicht, aber Heilkräuter können wir mitnehmen. Und noch ein Gift. Auf geht's. Da sie im Dreck leben, sind Schweine resistent gegen Krankheiten und dementsprechend gegen Seuchen. Der Pestdoktor hat also kaum eine Chance. Wir versuchen es trotzdem. Und zur Not hat er noch den Blutungseffekt. The Swine. Vor unserem Feldzug gegen die Schweine. Oh mein Gott. Wie episch das klingt. Und dabei ist es so lapidar. Ancient traps lie in wait. Unstrung and thirsting for blood. Du darfst jetzt nicht schon umfallen, bitte, Marfus. Dann haben wir ein Problem. Auf geht's. Erster Raum. Kein Kampf. Wir dürfen scouten und sehen den ersten Kampf. Der Rest sieht ganz gut aus. Wir sollen 90% der Räume erforschen. Wir könnten so rumgehen, dann würden wir nur einen Kampf haben und einen zusätzlichen Raum erkundet haben. So würden wir zwei kriegen. Und ich will mich nicht unbedingt mit dieser Schweinehorde anlegen. Das ist nicht so meins. Ich habe echt Angst. Wir sind gerade mal in den mittleren Dungeons und ich habe Angst wie so ein kleines Schulmädchen. Oh mein Gott. Ziemlich viele Fallen. Gut, der erste... Oh, ich habe vergessen, die Fackel zu erhöhen. Scheibenkleister. Erbrechen. Ja, ist nicht ganz so schlimm. Die Krankheiten sind nur schlimm. Trommeln der Entkräftung. Also das sind jetzt bisher Schweine, die wir schon kennengelernt haben. Da ist jetzt nichts Besonderes dran. Sehr gut. Kugel und Kette. Widersetzt. Sehr gut. Nicht betäubt. Schmerzender Haken. So, erstmal Licht machen. Licht ins Dunkel bringen. Einer weniger. Zwei Schaden und der hat noch drei Lebenspunkte. Der Leichnam. Schön geheilt, aber nicht gut genug. Marfus, du musst mehr schaffen. Bluterkrankheit. Der bekommt schneller Blutungsschaden. Das ist nicht gut. Marfus ist wieder okay. Sehr schön, hol das Schwein ran. Die Sau. Trommeln des Verderbens. Ah, es ist Samstag. Es ist Samstag, es ist ein schöner Tag. Ich habe sehr viel gemacht heute schon. Leider noch nichts aufgenommen. Und ich habe mir gesagt, Mensch, es muss doch irgendwie noch ein bisschen was gemacht werden. Ich kann nicht einfach so... hier rumsitzen und nichts tun, das geht nicht. Aber dementsprechend fühle ich mich, als wenn ich den ganzen Tag noch nichts getan habe und mein Körper gar nicht will. Er ist müde. Ausgelaugt. Und Nikki hat sie vernichtet. So, er hat jetzt schon zwei Krankheiten abgekriegt. Wenn wir nachher rasten, werde ich mal versuchen, mit ihm die Krankheiten wieder runterzunehmen. Ja, der Heal war okay.
Immerhin ein Achter hier. Schnitt des Schlachters. Ausgewichen, sehr gut. Und jetzt rauf da. Oh, Hammer. Ich kenne deine Schwachstelle. Genau da, Kane, du weißt alles, du bist der Beste. Confidence surges as the enemy crumbles. Gut gemacht. Ich liebe euch. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ein verborgenes Fach, jede Menge Wappen, das ist super. Wir holen uns jetzt noch diese Falle hier. Und den letzten Raum. Nikki ist gut. Die kann richtig gut Fallen entschärfen. Okay, damit sind die ersten vier Räume durch. Nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist aber nicht schlimm. Ganz und gar nicht. Mit den dreien haben wir eigentlich schon die Hälfte des Dungeons durch. Im Dunkeln werden diese Monster uns überfallen. Das werden sie. Oh, nein. Jetzt müssen wir doch nochmal kämpfen. Das gibt's doch nicht. Ihr seid so fies. Oh Gott, was bist du denn? Den Ghoul kenne ich, aber was bist du? Riesiger Leichenfresser. Ach, du ahnst es nicht. Schädelwurf. Das macht Stress. Auch noch betäubt. Verschlingende Tentakel. Okay, greift beide an, bitte. Einer ist ausgewichen, wer? Er. Du gehst bitte auf den Ghoul, der muss weg, der macht Stress. Schöner Treffer. Aber noch nicht genug. Ja, so ist gut. Impressive. Gut, der Ghoul ist gleich weg. Jetzt müssen wir uns nur noch um ihn kümmern. Es wäre schön, wenn Marfus mal wieder dran wäre. So ist gut. Genau deswegen. Ich brauche unbedingt Heilung. Denn die machen nicht gerade wenig Schaden. Weg mit ihm. So ist gut. Oh je, oh je. Ja, auf Dark Kane kannst du gehen. Der kann nicht nur gut ausweichen, der kann auch viel aushalten. Der ist nur mittlerweile bluterkrank. Ja, gehen wir auf ihn, ja. Blutung, Blutung. Zwei Schaden, du hast noch vier Lebenspunkte, mein Freund. Das war's. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Er redet ganz schön viel. Mit Chirurgenhandschuhe. Plus 5% Crit, Nahkampffähigkeiten, plus 5% Prezi, Nahkampffähigkeiten, außerdem minus 20% Gegenstand, Widerstand gegen Bewegung. Weiß ich nicht, ob ich das jemandem geben würde, aber nimm die mal mit. Den kriegen wir auch nicht mehr unter. Ach, weg mit den Kräutern. Wir haben das letzte Mal das Fass ausprobiert, ich habe die umsonst mitgenommen. Muss ich nicht nochmal haben. Ja, der Inhalt gehört mir. Weiter geht's. Oh, Essen. Oh, einer isst nicht. Einer hat wahrscheinlich Bulimie. Gibt's wirklich? Gibt's wirklich als Krankheit? Finde ich nicht unbedingt schlimm. Aber irgendwas hat das gemacht. Ich glaube, das war sogar eine negative Krankheit, obwohl die ganz gut war. Nee, da gehen wir doch nicht ran. Die Heilkräuter habe ich gerade weggeschmissen. Ein Holy Water. Was soll ich denn damit hier? Was für wunderbare Türen. Noch eine Fackel. Oh, und wir dürfen erkunden. Noch ein leerer Raum. Das ist ja toll. Wir kriegen einen halben Dungeon durch hier. Nur mit leeren Räumen.
Nochmal 100 Gold ist nicht allzu viel, aber immerhin. Also dann kann ich auch die Fackeln verwenden. Ich habe die extra so ein bisschen aufgespart, wenig genommen. Damit wir, wenn wir rasten, wieder volles Licht haben, aber brauche ich ja gar nicht. Wir haben noch genug Essen. 16. Das dürfte reichen für den Rest des Dungeons. Vielleicht müssen wir nicht mal rasten, aber ich werde rasten. Ich werde ja das Feuerholz sonst nie los. Belegt ja den Platz. Alles leer. Mehr als ein erschöpfter Reisender. Ihr seid erschöpft? Sieht man euch das irgendwie an, oder? Warum habe ich jetzt das Achievement bekommen? Können noch einen Kampf wagen. Fackel ist aus. A glint of gold. The way is lit. The path is clear. You require only the strength to follow it. Nein! Den kenne ich aber auch. Den kenne ich auch. Und der ist böse. Der ist richtig böse. Ich glaube, der lanzt sich und schiebt sich dabei nach hinten. Also ein total ekliger Geselle. So schön. Du gehst bitte auch auf den da. Der ist schon mal weg. Und du haust die da um. Okay, die sind auf jeden Fall weg. Jetzt nur noch die Sau. Ein bisschen markiert. Dann weiß er wenigstens, worauf er gehen muss. Hastiger Rückzug. Ja, das ist das, was ich meine. Der lanzt sich nach vorne genau und schiebt sich dann immer zurück. Das ist ein total komischer Mann. Mann vor allem. Gift, komm, Gift. Ach, widersetzt, ich hab's mir gedacht. Sehr gut gemacht. Marfus hat sich selber damit wieder hochgeheilt. Sie ist weg. Jetzt muss nur noch er weg. Zermalmende Rückhand. Aua. Oh Gott, der betäubt auch noch. Ausgewichen. So zumindest kommt es rüber. Gut gemacht. Wir lassen Shark nicht so schnell sterben. Okay, nicht ganz so schön. Das ist schon besser und... Ja, komm, Blutungsschaden. Ja! Zwei Schaden, er hat nur noch zwei Lebenspunkte, hochheilen und wir hauen ab. Tausend Gold mal eben bekommen und verfluchtes Rauchwerk für den Okkultisten. Plus 40% Chance auf Schwächungsfähigkeiten, plus 20% Chance auf Bewegenfähigkeiten und dafür aber minus 5% maximale LP. Lebenspunkte. Dafür müsste ich was wegschmeißen. Den Schlüssel schmeiße ich nicht weg. So doof bin ich nicht. Aber das Essen. Gegengift, weg. Ach, Mann. Zum Henker damit, genau. Ja, wir haben noch 4 Räume vor uns und sollen bloß 90% der Räume erkunden. Das heißt, noch 2 Räume und wir sind durch. Das heißt auch, wir könnten rasten und dir noch ein bisschen den Stress wegnehmen, Marfus. Dann können wir mit dir noch woanders hingehen. Tja, was nehmen wir an Essen? 10, dann sind noch 6 übrig für 2 Mal, falls sie Hunger haben. Du kannst jetzt erstmal die Krankheit entfernen. Genau, von dir. Alles geheilt. Hammer. Sehr geil. Sehr nice. Wir brauchen nicht zu heilen. Es reicht, wenn wir uns noch buffen und eventuell noch ein bisschen was runternehmen an Stress. Aber es gibt keinen, der irgendwie Stress bekämpfen könnte. Was haben wir denn? Chance auf Erkunden, 25% Schaden gegen Größere, das können wir gebrauchen.
Was haben wir noch? Krankheit des Ziels wird entfernt. Selbst. Oh. Cool. Tabaksdose. Die kann Krankheiten entfernen. Eingefährte Krankheiten werden entfernt. Ah. 30% Chance auf Erkunden. 4 Kämpfe. Nur selbst. Heilung um 50%. Hier braucht keiner Heilung. Gib mal Prezi, genau. Und nee, beides geht nicht. Entweder oder. Wenn gläubig, Stress. Alle Gefährten, also nicht sie selber. War nicht doll. The light, the promise of safety. Das Versprechen der Sicherheit. Na, ich glaube ja nicht. So sicher fühle ich mich nicht. Jetzt wisst ihr warum. Oh, ich muss Marfus wieder auf seinen Kreuzgang schicken hier. Der Dungeon ist komisch. Oh, ein besonderer Raum. Wir gehen hier hin, dann gehen wir da hin. Werden aber nicht kämpfen. Nö, werden nicht kämpfen, da gibt's keine Truhe, nix. Dafür holen wir uns das da unten. Ja, lass mich durch, ich bin am Verhungern. Und dann willst du an den Leichen rumknabbern? Hii. Verdammt. Ach, Marfus. Du bist nicht zu glauben. Okay, das wär's. Wir gehen jetzt noch da runter. Anschließend vielleicht nochmal hoch. Müssen wir sehen. Oh, wir haben nur noch zweimal Essen. Irgendjemand hat seine Krankheit bekämpft bekommen. Oder irgendwas bekommen, was das andere ersetzt hat. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir könnten noch zweimal essen, aber... Okay, vielleicht finden wir ja in ihm hier Essen. Er hat ja ein relativ großes Maul. Oh, ziemlich weit nach vorne gezogen. Das gefällt mir nicht. Weg mit ihr. Beide. Beide ist immer gut. Beide kommen viel zu selten vor. Nee, du gehst auf die da. Their formation is broken. Maintain the offensive. Also ich finde das cool, wie sich der Grabräuber bei mir gemausert hat, die Nikki. Obwohl ich eigentlich gar nicht gerne mit Grabräubern durch die Gegend ziehe. Ja, was machen wir? Wir können gar nicht so viel machen. Ne, den wollte ich nicht treffen, aber okay, der ist jetzt weg. Ich wollte eigentlich ihn hier treffen. Verschlingende Tentakel. Da kannst du wenigstens das Messer einsetzen, richtig? Ja, von den ersten drei Positionen. Nicht von der letzten. The bigger the beast, the greater the glory. The greater the glory. Genau so ist es. Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Überall Fackeln hier, das ist ja toll. Wartet, wir sollten uns erst sammeln. Nein, sollten wir nicht. Wir sollten reingehen und den Schlüssel verbrauchen. Ein Traum. Guckt es euch an. Und es passt genau rein in unser Inventar. So liebe ich das. So, der nächste Raum ist erkundet. Dann gehen wir wieder hoch. Und im Anschluss noch hierhin. Dann sind wir durch. Dann verlassen wir den Dungeon und haben wieder einen mittleren geschafft. Sind bald Level 4, wenn das so weitergeht. Ich bin bloß immer enttäuscht, was es an Erbstücken gibt. Wir haben drei Büsten, drei davon. Ja gut, okay, geht, wenn man 12 Crests dazu zählt. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so begeistert. Und? Naja. Das kann ich hier lassen. Wir verabschieden uns. Dankeschön. Swinefolk's labyrinth may yet prove to be navigable. Na, immerhin 17.000 Gold, mehr als 17.000 Gold. Damit haben wir 12 Crests, also Wappen.
Wir haben 7 Porträts bekommen, das ist gut, sehr gut, die brauchen wir auch. Und noch einmal 3 Büsten dazu. Und wir haben unseren ersten Level 4er, Dark Kane und unsere Nikki und Marfus, nur Shark noch nicht. Das ist sehr geil. Waldabenteurer, Aufbäumen und Bestienhasser haben sie dazu bekommen. My obsession caused this great foulness, and it is shameful that I must rely upon you to set it right. Ja, du Armer, du tust mir leid. Ehrlich. Schön, guckt es euch an. Das ist doch ein Bild für die Götter. Die ersten Level 4er. Nach Klasse, nach Stress, nach Stufe. Nee, da wollte ich nicht rein. Ich wollte mal gucken, ob ein neuer Cleri da ist. Nee, natürlich noch nicht. Inspire Dragon, du darfst demnächst wieder auf die Jagd gehen. Vorerst schicken wir Marfus noch einmal in den Kreuzgang. Was sagt er? Manchmal tut es wohl einen ruhigen Ort. Das habe ich nicht lesen können. Einen ruhigen Ort, an dem ungestört. Ja, an dem man ungestört in düsteren Gedanken schwelgen kann. Wahrscheinlich irgendwie so. Die letzten Worte, die sind so schnell verschwunden. Mein Gott, haben wir eine riesige Accessoire-Liste und die wird immer größer, immer größer. Die können wir demnächst auch verkaufen, dann haben wir auch wieder Gold. Aber mit 24.000 kann ich mich im Moment nicht beschweren. Zumal wir sowieso nichts weiter aufstufen können. Dafür fehlen uns die weiteren Porträts. 3 Stück brauchen wir noch. Und gerade bei der Schmiede fehlt doch noch so einiges mehr. 42 Urkunden. Ihr habt sie wohl nicht alle. Aber das könnten wir machen. Heldenunterkünfte erweitert auf 25. More arrive, foolishly seeking fortune and glory in this domain of the damned. Wow, und die Kutsche sieht auch richtig gut aus. Klasse, wir können jetzt 25 Leute bei uns haben und demnächst werden wir auch noch einige dazukommen. Will ich hoffen. Ich habe nicht mehr viele Namen, die ich vergeben kann. Wie gesagt, diese Nika, genau, Nika. Nika, dann Axeli brauche ich noch als Kreuzritter und Liste einmal drehen. Nee, das war's soweit. Odo, Odo auch noch. Das heißt, ich brauche noch einen Lepper, aber ein Lepper ist im Moment auch nicht da. Schade eigentlich. Gut, wir sehen uns im nächsten Part. Bis nachher.